Guten Morgen, Gemeinde. Ja, das kommt schon einigermaßen frisch. Ich komme zum Schluss. Das hört man gern, wenn man Predigthörer ist, oder? Je nachdem, wie lange das immer dauert, gerade wenn es länger geht, desto mehr freuen sich alle über diesen Satz. Ich sage das aber ganz bewusst. Ich komme nämlich tatsächlich zum Schluss, und wir haben es eben schon gehört, zum Schluss des ersten Briefes an die Thessalonicher von Paulus, dem Apostel, der da lange tätig gewesen war. Dieser Paulus wollte das, was ihm wichtig war, in seinem Schreiben am Schluss nochmal deutlich machen. Er wollte es für die Christen dieser noch ganz jungen Gemeinde mal zusammenfassen und sagt, das ist jetzt sozusagen noch einmal das Resümee dessen, was ich mit einer ganzen Reihe von Worten vorher euch erzählt habe. Es sind ja immerhin 5 Kapitel, die in diesem ersten Thessalonicher Brief vorhanden sind. Und es wird deutlich, dass dieser Paulus jemand ist, dem die Gemeinde total am Herzen liegt. Ich habe gerade so gedacht, dass ich reinkam, wir kennen uns ja gar nicht, ne? Es hat ja jetzt sowieso schon durch die Urlaubszeit, aber auch generell eine etwas kleinere Gemeinde. Und ich habe gedacht, wie schön ist das, dass es euch gibt. Ich komme ja hier aus der großen Stadt Darmstadt, nicht wahr, mit der großen Gemeinde. Das könnt ihr alles knicken, weil jeder Einzelne zählt. Und es ist so angenehm, so wichtig und auch für mich jetzt so, ich will mal sagen, ermutigend. Ich komme hier in den wilden, ich weiß nicht, Taunus, nicht wahr? In den wilden Westen, naja, Westen, da müsste ich noch ein bisschen weiter. Ne? Und das sind Leute, die haben Jesus lieb und Jesus hat die auch lieb. Und es kommt nicht auf die Zahl an, sondern dass Leute zusammenkommen, die wissen, dass Jesus sie lieb hat. Und dann komme ich da so bei, und denke, da bin ich doch auch zu Hause, oder? Und das sagt Paulus jetzt seiner Gemeinde, achtet das nicht gering. Es ist so gut, dass es euch gibt. Und ich will, dass es euch weiterhin gut geht, dass ihr euch gut entwickelt. Und da habe ich ein paar Bitten an euch. Man könnte sogar sagen, letzte Worte berühmter Männer. Ja? Er schließt also diesen Brief mit dem ab. Und uns wird sicherlich gleich noch einmal auffallen, dass der Paulus jetzt nicht hinsteht und sagt, erstens, zweitens, viertens, das sind die Sachen, die müsst ihr jetzt machen, sondern er bittet die Gemeinde förmlich. Ich habe den Text hier nochmal dabei. In den Versen 12 und 14. Wir haben aber eine Bitte an euch, Brüder und Schwestern. Und nochmal eben, wir bitten euch, ihr Lieben. Ich verstehe das so, dass dieser erfahrene Nachfolger von Jesus, einer, der schon viele Jahre für ihn im Dienst ist, unbedingt will, dass es dieser Gemeinde, die noch jung ist, auch in Zukunft gut geht. Mit anderen Worten könnte man vielleicht ihm das so in den Mund legen, wenn ihr als Gemeinde wachsen wollt, wenn ihr miteinander klarkommen wollt und wenn ihr möchtet, dass noch in eurer Stadt, an eurem Ort, an dem ihr seid, noch weitere Menschen zum Glauben finden, dass sie ein sinnvolles, ein gesegnetes Leben führen können. Wenn ihr also wollt, dass eure Existenz hier, dass ihr mit Jesus unterwegs seid, für euch selbst was bringt und auch den Leuten um euch herum, dann habe ich 2 Bitten an euch oder sogar mehrfach. Und er bittet nicht nur einmal, wie wir eben sehen, 2-mal. Und ich finde das total klasse, dass wenn einer geht, gibt er keine Anweisung, was die Leute tun sollen, sondern er sagt, aus meiner Erfahrung heraus und so wie ich den Laden hier kenne, ne, Paulus, man könnte auch sagen, ich kenne euch doch, meine Pappenheimer. Und obwohl ich euch hier nicht kenne, ich könnte euch schon einige Sachen über eure Gemeinde erzählen, weil das wird bei euch nicht anders laufen als bei uns. Ja, wir sind einfach Menschen. Mit und ohne Jesus, da gibt es ein paar Dinge, da ist es gut, wenn man mal drüber ins Gespräch kommt. Und das dann anhand von der Bibel abgleichen, wie und wo sind wir denn gerade so unterwegs. Und ich habe damit, dass etwas einfacher nachzuvollziehen ist, diesen Text, diese Bitten von dem Paulus in 3 Abschnitte gegliedert. Und zwar achten, bewahren und schaffen. Und da ihr alle Autofahrer seid, wisst ihr genau, was die Abkürzung ABS bedeutet. Ne? Das ist ein Sicherheitssystem, also kann man sich merken, ABS, achten, bewahren, schaffen. Fangen wir mal mit dem ersten an, achten. Und da wendet er sich, Paulus, zunächst einmal an die Leiter, an die Mitarbeiter dieser Gemeinde. Vers 12. Erkennt diejenigen unter euch an, die sich für die Gemeinde abmühen. Sie sorgen im Auftrag des Herrn für euch und zeigen euch den rechten Weg. Begegnet ihnen wegen ihres Einsatzes mit größter Achtung und voller Liebe. Lebt in Frieden miteinander. Überall setzt sich eine Gemeinde aus ganz unterschiedlichen Leuten zusammen. Soziale und wirtschaftliche Hintergründe sind verschieden.
damals, es gab Herren und Sklaven, frei und unfrei, es gab Arme und Reiche, natürlich Frauen und Männer. Und von der kulturellen Vielfalt mal ganz abgesehen. Ich empfinde das bei uns, wir sind ja nun im großstädtischen Raum, auch wenn Darmstadt eigentlich eher unbedeutend ist von der Größe her. Ich bin so dankbar, dass wir so eine Multikulti-Gemeinde geworden sind inzwischen. Und das gibt inzwischen natürlich auch wieder eine Menge von Herausforderungen. Und hier ganz klar stellt Paulus fest, schon damals, es gibt da, wo Menschen im Namen von Jesus Christus unterwegs und zusammen sind, kein Oben und kein Unten, sondern sagt mal im Kolosserbrief, ihr seid alle eins in Christus. Also ihr hier in Usingen und wir in Darmstadt oder was weiß ich, wo in welcher Gemeinde man sein mag, wir sind eine Einheit. Das ist das, was ich vorhin meinte. Ist euch das schon mal passiert? Ihr seid irgendwo im Ausland vielleicht und seid in einer christlichen Gemeinde im Gottesdienst, ihr versteht nur die Hälfte, weil ihr die Sprache nicht sprecht. Ihr könnt ein paar Lieder mitsingen und trotzdem fühlt ihr euch zu Hause. Ich war mal mit einigen Teenies im Ausland, Malta war das gewesen, Jugendfreizeit, und da haben wir eine Gemeinde im Gottesdienst besucht. Das war ganz anders, war eine Pfingstgemeinde, ein bisschen was anderes als das, was wir so gewöhnlich tun. Und die haben viel nicht verstanden, aber wovon die sehr beeindruckt waren, war, das sind Schwestern und Brüder, also die Jugendlichen sagen anders, ne? Aber das sind Leute, mit denen gehören wir zusammen. Wir sind zu Hause. Ich finde das so wichtig. Es gibt kein Oben, kein Unten. Darum spielt es keine Rolle, sagt der Paulus mal im Galaterbrief, ob jemand beschnitten ist oder unbeschnitten. Es zählt allein, dass jemand durch Christus neu geschaffen ist. Habt ihr das gerade eben geschluckt? Checkt mal eure Gemeinde, wer sich so mit wem unterhält oder nicht unterhält, wie ihr so miteinander unterwegs seid. Es zählt allein, dass ihr durch Christus neu geschaffen seid. Ich finde das so eine unglaubliche Tatsache, mitten in dieser heutigen Zeit wieder. Das ist das, was zählt. In der guten Schöpfung Gottes gibt es dann diese Struktur, dass es eine aufeinanderbezogene Ordnung und kein Chaos gibt. Und wenn das geschieht, bei dieser Unterschiedlichkeit, die auch Unterschiedlichkeit bleiben darf, ja sollte, dass dir dieses eine einzige klar ist, wir gehören zusammen. Und das gibt eine Struktur und eine Ordnung, die aufeinander bezogen ist. Das ist eine Herausforderung. Und genau deswegen sagt ja Paulus am Schluss, ich bitte euch, dass ihr mal darauf achtet. Diese Gemeinde war noch jung. Und da gab es natürlich klar die Aufgabe, dass einige die Verantwortung übernehmen mussten. Ich habe gerade eben mit dir, Martin, darüber gesprochen. Du hast mir erzählt, ihr habt eine ganz neue, eine sozusagen junge Gemeindeleitung. Wenn die Gemeinde auch schon älter ist, aber das ist jetzt eine neue Situation. Und damals waren die Leute, die die Verantwortung in der Gemeinde übernehmen mussten, in dieser neuen, jungen Gemeinde noch total ungeübt. Das muss man erst mal lernen, Verantwortung zu übernehmen. Und da macht man Fehler. Die wachsende Gemeinde, die musste in ein ruhiges Fahrwasser geführt werden. Und ich bin überzeugt, das war damals nicht anders, wie es heute ist, da ist beileibe nicht alles glatt gelaufen. Ich könnte euch Geschichten über Ältestenkreise, in denen ich in den letzten 30 Jahren unterwegs war, erzählen, da würden euch die Ohren abfallen. Ich weiß nicht, ob ihr auch solche Geschichten hier kennt. Gemeinde leiten ist eine schwierige Aufgabe. Ich habe heute Morgen mit meiner Frau noch gesagt, eigentlich, wenn ich so zurückgucke, die ganzen Jahrzehnte, ich hatte immer irgend so eine Last der Verantwortung. Ist mir heute Morgen nochmal so bewusst geworden. Ist schon gut, ich bin gern dabei, nach wie vor, aber es ist nicht einfach zu leiten und Verantwortung zu übernehmen. Und Paulus sagt jetzt seiner Gemeinde, Leute, das muss auch erstmal so richtig rausgespürt und erlernt werden. Auch wenn Fehler passieren. Und das ist bei uns ja heute nicht anders. Und es ist ja auch so, oftmals sind in unseren Gemeinden Menschen in der Leitung einer Gemeinde, die auch irgendwo sonst leitende Positionen haben. Und die werden dann berufen in den Leitungskreis. Also bei uns ist das auf jeden Fall so, in vielen anderen habe ich das erlebt. Aber vergessen wir nicht, es ist ein großer Unterschied, ob du irgendwo in der Wirtschaft, im Betrieb eine Verantwortung trägst oder ob du das in der Gemeinde tust. Und da muss man hineinwachsen. Und gerade heute kommt noch hinzu, wir leben ja in einer Zeit, da ist es ziemlich unattraktiv, Verantwortung zu übernehmen, langfristig sich für irgendetwas zu committen. Und die, die es tun, werden nicht selten schnell kritisiert. Erinnert euch nur mal an Corona, keiner wusste wirklich Bescheid, aber alle wussten es besser, oder? Erkennt diejenigen unter euch an, die sich für die Gemeinde abmühen, sagt der Paulus. Und zwar geht es ihm hier nicht um Mitleid, sondern um ein Verständnis für Mitarbeit. Da
Da musst du nicht nur in der Gemeindeleitung sein, es reicht im Kindergottesdienst oder hier für die Musik, nicht wahr? Wie viel Lob kriegst du nach einem Gottesdienst für dein schönes Klavierspiel? Ich fand das cool, was du gerade gemacht hast, wollte ich mal hier so sagen. So, ja, ich kenne das anders auch, ne? Dass dann das Lied nicht gepasst hat, zu schnell war, zu hoch oder ich weiß nicht was. Ne? Bei Musik haben wir ja wunderbar. Ne? So. Es geht um die Mühe der Liebe, könnte man hier sagen, sagt der Paulus mal im Kapitel 1, Vers 3 in diesem Thessalonicher Brief. Es kostet Kraft zu leiten, wenn man nämlich andere gewinnen will und nicht nur einfach sagen, das ist so und das machen wir hier so. Ne? Warum? Darum. Das ist nicht der Leitungsstil, der in der Bibel steht. Auch wenn manche FEG-Pastoren und Leiter das unter Umständen auch so gemacht haben. Es kostet Kraft, andere zu gewinnen, wenn man das richtig machen will. Wenn man nicht einfach nur alles vorgeben will. Und es kostet Kraft, Menschen zu verbinden und dann auch zusammenzuhalten. Und Paulus weiß das, weil er genau diese Rolle ja auch ausübt. Und deswegen ermutigt er, ja, er bittet seine Gemeinde und auch diejenigen, die die Verantwortung übernehmen, erkennt diejenigen unter euch an, die sich für die Gemeinde abmühen. Und dabei, das ist mir ganz wichtig dazu zu sagen, steht ja hier auch drin, dass diese Leiterinnen und Leiter im Auftrag des Herrn unterwegs sind. Was heißt das denn, im Auftrag des Herrn unterwegs zu sein? Das heißt, würde ich sagen, wer leitet, wer Verantwortung übernimmt, muss seine Motive im Gebet überprüfen, ganz ehrlich und offen. Sind eure Leiter Gott gegenüber verantwortlich? Haben diese Leiter wiederum Ansprechpartner, denen sie gegenüber verantwortlich sind? Ich mache gute Erfahrungen im Laufe der Jahre damit, dass wir als Gemeindeleitung mindestens einmal pro Jahr ein gemeinsames Treffen mit einem Supervisor haben, wo wir einander Rechenschaft über das, was wir tun, in dem letzten Jahr abgeben. Wo vielleicht Themen, die wir nicht ganz gut geklärt haben oder die unter der Oberfläche schlummern, besprochen und angesprochen werden können. Das verstehe ich unter Leitung. Paulus sieht das anders, genau nicht anders. Und wenn wir bei unseren leitenden Mitarbeitern eine solche, ich will sagen, demütige Haltung, auch sie lassen sich korrigieren, wenn wir das entdecken, dann wird es sicher keine Zumutung sein, wenn sie uns einmal zurechtweisen müssen, vor falschen Wegen warnen, ermahnen und liebevoll Grenzen setzen, wie Paulus schreibt. Denn das gehört dazu bei Leitung. Ich frage euch einfach mal, ich würde die Geschwister bei uns zu Hause ebenso fragen, ob eine solche Haltung nicht zu einem gelingenden Leben in der Gemeinde beiträgt, wenn wir also denen die Verantwortung übernehmen, mit größter Achtung und Liebe begegnen, wenn wir sie segnen, da kann jeder eine eigene Antwort finden. Aber das Thema Achten geht ja noch weiter, nicht nur auf die, die leiten, sondern es betrifft alle in der Gemeinde. Brüder und Schwestern, sagt Paulus, weist diejenigen zurecht, ab Vers 14, die kein geregeltes Leben führen. Ermutigt die Ängstlichen, kümmert euch um die Schwachen und habt Geduld mit allen. Achtet darauf, dass niemand Böses mit Bösem vergilt. Bemüht euch vielmehr stets einander und mit allen anderen nur Gutes zu tun. Also dieses mit dem Herrn unterwegs sein gilt für uns alle als Gemeindeleute, die wir so miteinander unterwegs sind, jedem und jeder. Es geht auch hier wieder darum, dass wir einander gewinnen und dass wir nicht etwas vorschreiben. Also nochmal auf das vom Lied zurechtzukommen. Ne? Es gibt zum Beispiel Situationen, kenne ich in Gemeinden, da werden bestimmte Lieder gesungen, die nicht aus dem roten Liederbuch sind zum Beispiel, und dann sitzt man so da. Wenn dann aber ein schöner alter Choral kommt, dann singt man sogar die Oberstimme. Nicht richtig zwar, aber man singt laut. Und ihr merkt schon, ich ziehe das jetzt ein bisschen ins Lustige, aber es braucht die Mühe der Liebe. Erkennen wir an, dass wir diese Unterschiedlichkeit, von der ich eben gesprochen habe, tatsächlich auch haben. Und dass zum Beispiel gerade Musik im Thema Anbetung, da haben wir doch alle unsere Geschichten. Um es ganz neutral zu sagen, ich höre am liebsten die Rockmusik aus den 80ern. Meine Jungs, die gucken mich an und sagen, Baba. So. Und da habt ihr doch bestimmt genauso geistliches Liedgut, das für euch eine wirklich tiefe innere Bedeutung hat. Und habt manche von euch vielleicht mit diesen ganz modernen, aktuellen, frommen Liedern ein Problem. Aber umgekehrt ist es doch genauso.
Und was bedeutet jetzt hier die Mühe der Liebe? Prüfen wir unsere eigenen Motive im Gebet. Demütigen wir uns doch zunächst einmal selbst, bevor wir mit besserwisserischem Oberlehrertum und liebloser Vorverurteilung an andere herantreten. Es geht nicht darum, ob dir etwas gefällt in der Gemeinde, ob das alles so läuft, wie du das willst. Das ist ein Problem schon damals in Thessalonich gewesen und das ist es bis heute noch. Und wenn es einer Gemeinde gut gehen soll, dann geht es genau darum, dass es nicht wichtig ist, was dir gefällt, sondern was uns miteinander wirklich dient, damit wir geistlich wachsen. Damit wir miteinander erleben, dass dieser Christus jeden Einzelnen von uns wahrnimmt in seiner persönlichen geistlichen Geschichte und du darfst deine Choräle lieben. Ich liebe Choräle. Und du darfst die aktuelle Lobpreismusik lieb haben. Da finde ich auch ein paar Sachen super gut und bin so froh, dass es das gibt. Ich will euch mal ein Beispiel nennen. Wir hatten jetzt gerade vor ein paar Wochen Urlaub und zum Ausgang des Urlaubs haben wir eine Gemeinde besucht, in der wir vor 25 Jahren gewesen sind. Da haben wir gedacht, gucken wir doch mal wieder rein. Das war sehr schön. Am Ende kam man natürlich mit manchen Leuten ins Gespräch und da kam ein Typ auf mich zu. Ich kannte den auch noch und der hat gesagt, kannst du dich erinnern? Wir hatten damals so und so die Situation und er war verantwortlich für den Kindergottesdienst. Und da hat er eine ganz, ganz tolle Sache mit den Kindern gemacht, die war allerdings etwas ungewöhnlich. Die war nicht so, wie man sonst das alles so macht. Das war richtig super. Ich kann mich heute noch daran erinnern, nach so langer Zeit. Und dann sagte er, und an die Situation hatte ich mich nicht erinnert, anschließend kam jemand auf mich zu und hat mich so in den Senkel gestellt, weil das eben nicht seiner Vorstellung entsprochen hat. Und er hat sich Wochen auf diesen Gottesdienst vorbereitet und mit den Kindern das eingeübt und war am Boden zerstört. Und dann kam der nach dem Gottesdienst auf mich zu und wie gesagt, ich habe das völlig vergessen und hat fix und fertig mir die Situation geschildert. Und dann hätte ich zu ihm gesagt, weißt du, diejenigen, die am lautesten kritisieren, sind die, die am wenigsten Verantwortung übernehmen und selber mitarbeiten. Und das hat in dem Fall sogar gestimmt. Das war auch so eine Quetschkommode, die ständig irgendwas vom Stapel gelassen hat, aber wenn du sie gefragt hast, ob sie auch mal irgendwo mit anpacken kann, dann gab es 1000 Gründe, das nicht zu machen. Da habe ich gesagt, das setzt sich über all die Jahre hindurch. Die, die am lautesten negativ reden, das sind die, die am wenigsten mit anpacken. Kannst du abgleiten lassen? Kannst du in die Tonne treten? Geh einfach deinen Weg. Dann habe ich noch ein paar ermutigende Worte zu ihm gesagt. Und jetzt, warum ich das erzähle, ist, ich habe das vollkommen vergessen. Das ist mehr als ein Vierteljahrhundert her. Der hat das nicht vergessen und hat mir das erzählt. Könnt ihr euch vorstellen, wie ein Menschen das bewegt, wenn man ihn, wenn er sich einbringt und mit ganzem Herzen für Jesus und für diese Kinder etwas machen will und dann so richtig abgekanzelt, abgesägt wird? Wie soll da in der Gemeinde etwas Positives leben? Deswegen bittet Paulus seine Leute, ja, dass sie sich gegenseitig ermutigen, dass sie sich gut sagen, wir kommen gleich nochmal drauf. Also achtet darauf, ja, dass ihr euch Gutes tut, dass ihr nicht Böses mit Bösem vergeltet. Bemüht euch vielmehr stets, einander und allen anderen nur Gutes zu tun. Und wenn das klar ist, dass wir so miteinander umgehen, dann können wir auch das erleben, das kommt ja hier auch dran, wie David mal im Psalm 141 gesagt hat, wenn mich ein Gerechter straft, dann geschieht es aus Freundschaft. Und weist er mich scharf zurecht, dann ist es Balsam für meine Seele. Dagegen habe ich nichts einzuwenden. Und wisst ihr, so als Pastoren kriegen wir von unseren Ältestenkreisen manchmal auch ganz schön eins auf die Mütze. Und ich bin sehr dankbar, dass ich einen Ältestenkreis habe, bei dem ich diese Grundhaltung wahrnehme, du bist geliebt, du bist geschätzt und du bist anerkannt. Und du kannst trotzdem nicht alles machen, was du willst. Und ich bekomme gesagt, wenn ich mal wieder über die Stränge schlage. Aber ich merke, aus welcher Grundhaltung das ist. Merken wir, worum es da geht? So gelingt Gemeinde. Ein nächster Gedanke, jetzt sind beim B, es geht um das Bewahren. Und da sage ich dazu, nah bei Jesus zu sein. Freut euch immerzu, betet unablässig, dankt Gott für alles, denn das ist Gottes Wille. Und das hat er durch Christus Jesus für euch möglich gemacht.
Oder wenn wir genauer übersetzen an dieser Stelle, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Also Paulus ignoriert keineswegs Situationen, die das Herz schwer machen, wo unsere Seele niedergedrückt wird. Das gibt es und leider mitunter recht häufig. Paulus redet schwierige Lebensumstände nicht klein. Und er kennt das doch alles aus eigener Erfahrung. Wer sich ein bisschen auskennt und mal zusammenträgt, was der Paulus alles erlebt hat, Apostelgeschichte zum Beispiel, wie dem das Leben schwer gemacht worden ist. Und trotzdem sagt er, ich bin so froh, dass ich für euch den Willen Gottes weitersagen darf. Und so nimmt Paulus jetzt auch den Druck wahr, unter dem diese junge Gemeinde steht. Und was er sagen will, ist Folgendes. Ich versuche es mal mit eigenen Worten und wir haben es eben in einem der Lieder auch so gesagt. Weitet euren Blick. Denn machen wir uns das mal nochmal bewusst, weil das oftmals so selbstverständlich ist. Jesus ist mit dir, mit jedem von euch. Er ist auferstanden und hat den Tod überwunden. Das ist uns so vertraut geworden. Aber der Tod ist doch der letzte Feind. Das hängt doch über allem hinter uns, egal was wir machen. Am Schluss landet alles wieder in der Kiste. Am Ende des Spiels, oder? Das können wir verdrängen, es bleibt aber immer irgendwo im Hintergrund. Und da ist klar, du bist mit Jesus unterwegs und dieser Jesus hat den Tod überwunden. Wer könnte diesem Jesus widerstehen? Und dieser Jesus, das geht ja noch weiter, der wohnt jetzt in dir, in deinem Herzen. Er hat dir seinen Geist gegeben und der bleibt in alle Ewigkeit. So wichtig mir dieser Ring ist, den werde ich nicht mitnehmen. Aber das Siegel, das Unterpfand des Heiligen Geistes, das in mir ist, das wird mit mir ins Grab gehen und aus dem Grab heraus. Macht euch das mal klar, was wir da für eine Zukunft haben. Das kann man ja eigentlich gar nicht erfassen, oder? Und der einzige Ort, sagt Paulus, ich versuche es mit eigenen Worten, wo du sicher und geborgen sein kannst, das ist genau dieser Ort mit Jesus und bei Jesus zu sein. Und es wird nichts geben, was dich aus seiner Hand reißt. Fühlt sich oft nicht so an. Ist aber trotzdem so. Und er hat dich mit Gott versöhnt. Das heißt, nichts und niemand kann dich jemals wieder anklagen. Das bedeutet für viele von uns zuallererst, ich kann mich auch selbst nicht anklagen. Habt ihr euch schon mal überlegt, wenn euch was daneben geht, wie ihr mit euch selbst umgeht? Wie redet ihr denn mit euch? Boah, bin ich ein Idiot. Ich kriege ja wirklich gar nichts hin. Kennt ihr solche Sätze, mit denen ihr euch fertig macht? Warum? Niemand und nichts kann dich anklagen. Wenn Christus für dich ist, sagt die Bibel. Jesus ist für dich, egal ob es gut läuft oder nicht gut läuft. Ob du schuld bist oder nicht schuld bist. Ob du was richtig verbockt hast und es ist echt deine Schuld. Jesus sagt, komm her, wir kriegen das zusammen hin. Hör auf, dich selber anzuklagen, du bist wertvoll. Eine ganz tiefe, wichtige Lektion. Ich glaube, da können wir alles noch lernen. Uns ist vergeben. Niemand kann den Himmel über uns verschließen. Und du bist ein Kind Gottes. Und diese Würde kann dir keiner nehmen. Und denken wir nur an die vielen Christen, die jetzt in diesem Moment, denen die Würde genommen wird, weil sie Christen sind. Und Gott sagt, diese Würde, die hast du und bekommst du bei mir behalten. Also, weite deinen Blick, sagt er zu uns, egal wo du heute bist, wie es dir jetzt gerade geht, dieser Jesus ist dir nahe. Und wenn du auf ihn schaust, wenn du das bewusst machst, was ich gerade so versucht habe, deutlich zu machen, dann wird das dein Herz froh machen, sogar mitten in Turbulenzen. Und deswegen, folgerichtig, fährt Paulus fort. Vers 17, betet unablässig. Ich denke nicht, dass er jetzt damit meint, 24 Stunden nonstop zu beten, aber genauso wenig nur ein paar Minuten in einer stillen Zeit, wie immer die auch sehen mag. Jesus ist dir, weil er dich liebt, immer und überall nah. Immer und überall, auch wenn du es gar nicht merkst. Und deswegen heißt für mich, Gebet ist Kommunikation mit Gott. Und unablässig beten heißt, offen zu sein, ständig offen zu sein für die Kommunikation mit Gott. Das kann eine zweistündige Gebetszeit sein oder einfach nur das Bewusstsein seiner Gegenwart während des Tages. Ich habe vorhin auf der Herfahrt im Auto mir überlegt, ganz am Anfang habe ich noch die Musik laufen lassen, dachte ich, nee, warum? Ich kann doch jetzt diese Autobahnfahrt nutzen, um zu beten. Hey, leider war die Fahrt schon so schnell vorbei. Es ist eine Entscheidung.
ich habe natürlich auf den Verkehr aufpassen müssen und so, ne? Und da habe ich mal gerade nicht gebetet, aber dann ging es einfach weiter. Und das tut so gut, das ist so angenehm, sich der Gegenwart Jesu in meinem Leben bewusst zu sein, mit ihm einfach zu reden oder einfach mal still zu sein. Das betet unablässig. Und wenn wir das verstehen, wird unser Leben mehr und mehr zum Gebet. Ohne Druck, ohne feste Regel, sondern mit der inneren Offenheit. Jesus, du bist da, ich bin da. Wenn du willst, kannst du mir jetzt was sagen. Alles mit ihm und alles für ihn. Und dann heißt es hier, dankt Gott für alles. Hier ist die Übersetzung auch nicht so ganz genau. Es heißt nämlich nicht, dankt für alles, sondern dankt in allem. Ich will auch nicht frommer sein, als es notwendig ist. Und ich bin für manche Sachen nicht dankbar, ganz ehrlich. Es heißt nicht, seid dankbar für alles, sondern in allem. Das heißt, gerade dann, wenn die Sachen nicht so gehen, wie du das am liebsten hättest und wie es vielleicht auch gut gewesen wäre, kannst du trotzdem dankbar sein, dass dieser Christus an deiner Seite ist. Unser Leben ist kein Zuckerschlecken. Ist uns auch nirgendwo verheißen. Aber es ist uns zugesagt, dass dieser Christus mit uns ist. Egal, wie es gerade läuft. Seid dankbar in allen Dingen. Und ich merke bei mir, ich habe da noch manches zu lernen, wie das aber ganz viel verändert in meiner Haltung Schwierigkeiten gegenüber. Und das können auch andere Menschen sein. Denk mal gerade einen Augenblick nach, wer in der Gemeinde geht so richtig auf den Nerv? Gibt es das überhaupt? Könnte ja sein. Du musst für diesen Menschen nicht dankbar sein. Aber sei dankbar, dass es Menschen gibt, mit denen du nicht so gut kannst, weil da hast du super Möglichkeiten, von Jesus was zu lernen. Wenn er jeden Menschen liebt und will, dass alle Welt gerettet wird, dann heißt alle, oder? Auch die, mit denen wir so nicht klarkommen. Also muss ich ja nicht vielleicht die Person, mit der du es nicht so gut kannst, ändern, sondern vielleicht deine Einstellung ändern. Dankbar in allem zu sein. Mach es dir zur Gewohnheit, dein Beten mit Dank zu beginnen und bewahre dir das in deinem Herzen. Das heißt also, damit unser Leben gelingt, hat das etwas damit zu tun, weil nämlich von dankbaren Menschen Barmherzigkeit und Wärme ausgehen. Aus ihnen leuchtet dann Jesus heraus. Das macht echt einen Unterschied. Und das ist der Wille Gottes für euch, sagt Paulus. Kommen wir zum letzten. Schaffen, ABS. Achten, bewahren, schaffen. Es heißt hier ab Vers 19, unterdrückt nicht das Wirken des Heiligen Geistes. Missachtet die prophetische Rede nicht. Prüft aber alles und behaltet das Gute. Haltet euch vom Bösen fern, wie auch immer es aussieht. Bisher ging es ja schwerpunktmäßig darum, dass wir uns bewusst machen, was hat uns Gott als seine Kinder alles geschenkt. Jetzt liegt der Fokus ein wenig mehr darauf, machen wir was aus dem, was uns geschenkt ist. Unterdrückt nicht das Wirken des Heiligen Geistes. Dazu gehört auch, dass wir die prophetische Rede nicht verachten oder missachten. Also wenn wir dem Geist Gottes nicht erlauben, dass er sich in unseren Handlungen äußert, wenn wir also zum Beispiel bewusst tun, wo wir wissen, das ist falsch, dann dämpfen wir den Heiligen Geist, dann hindern wir ihn. Wir erlauben ihm nicht, dass er sich uns auf die von ihm gewünschte Art und Weise offenbart. Und beim prophetischen Reden geht es, wir greifen auf das, was ich vorhin gesagt habe, zurück, darum, Korintherbrief kommt das, wer aber prophetisch redet, der redet zu Menschen zur Erbauung und zur Ermahnung und zur Tröstung. Und da tauchen natürlich jetzt Fragen auf. Wir haben vor einigen Jahren bei uns in der Gemeinde so richtiges Papier erarbeitet, wie wir Prophetie in der Gemeinde verstehen. Mal eine Anregung, dass wir da mal klar sind. Das hilft uns wirklich. Und wir freuen uns über Prophetie, über prophetische Aussagen und wir prüfen das genau. Und das ist nicht immer einfach. Aber die Offenheit hat schon vieles Gute erwirkt. Und deswegen sagt Paulus schon damals der Gemeinde, prüft alles und dann behaltet das, was gut ist. Schaut genau hin, geht der Sache auf den Grund, bleibt nicht bei eurer Skepsis, bei euren Vorurteilen oder eurer Zurückhaltung stehen. Und ich denke mal speziell für uns in unseren westlichen Breitengraden hier in Deutschland heißt das, sucht nicht zuerst die Fehler.
Konzentriert euch nicht auf mögliche Stolperstellen. Sucht nach dem Guten und das behaltet dann. Nur, man muss das Gute auch sehen wollen. Kennt ihr das auch? Du bist auf einem Konzert gewesen und dann musst du erzählen, ne, wie war es denn so? Und dann sagen wir meistens, oh, es war ganz gut, aber. Ne? Oder wie war denn heute der Gottesdienst? Ne? Jemand war krank, musste zu Hause bleiben, es wird nicht gestreamt. Wie war denn heute der Gottesdienst? Ha, war schon nett, aber schon ein bisschen lang. Oder die Predigt war, also ihr merkt, worauf es hinausläuft. Wir sind so geneigt, egal was wir gesehen, gehört, gemacht haben, es muss auf jeden Fall irgendwas Negatives gefunden werden. Es ist immer ein Aber dabei. Wie wäre es denn, und ich glaube, da bin ich mit Paulus einig, wenn wir das Aber mal weglassen würden. Wenn wir einfach nur mal das sagen, was uns tatsächlich gefallen hat, und es hat vielleicht was nicht gefallen, müssen wir ja nicht erwähnen, oder? Ich bin mit dem Zug gekommen. Das ist ja heute schon ein Wunder, ne? Und jetzt könnte man ein Aber sagen, ne, aber er hatte natürlich, ich musste dann, ne, weil er wieder nicht ganz pünktlich mit dem Verbindungszug und so weiter, aber, ne? Du bist doch angekommen, oder? Ist das nicht Grund genug zur Freude heutzutage in diesem Land? Eines der letzten Abenteuer in Deutschland? Jetzt bist du da. Punkt. Wem hilft das aber? Ne? Das Klavierstück war super, aber wissen Sie, im vorletzten Takt, da war das leider im Quartsextakkord, da waren eine Septime drin. Wem bringt das was, außer dass ich mal wieder angeben kann, dass ich auch was von Musik verstehe, oder? Also bitte merken wir uns an dieser Stelle, dass was Paulus uns bittet, achtet, bewahrt, und jetzt schafft Raum für Gottes Geist. Gott sagt auch nicht, weißt du was, Martin, wenn ich dich so anschaue, da müssen wir mal über ein paar Sachen reden. Sondern was sagt der Martin, was hört der Martin von Gott zuerst? Du bist mein geliebter Sohn. Und auf der Basis kann man dann durchaus mal über das eine oder andere auch reden. Prüft alles und behaltet das Gute. Man muss das Gute sehen wollen. Raum schaffen für den Geist Gottes. Ermutigen, stärken. Und alles andere ordnen wir dem nach. Das heißt nicht, und das kam ja vorhin, dass es keine Kritik, keine Zurechtweisung, keine Ermahnung gibt. Aber dieses griechische Wort Parakaleo, das übersetzen wir immer mit ermahnen. Die eigentliche Bedeutung ist ermutigen. Und das als Haltung in einer Gemeinde, wenn da Leute als Gäste zu euch reinkommen, die sagen vielleicht, unter der Woche sieht man einen Prediger nicht, am Sonntag versteht man ihn nicht, aber hier herrscht eine super Atmosphäre der Annahme, da komme ich wieder. Das ist genau der Punkt, um den es Paulus hier geht. Und das ist eine Entscheidung, die muss jeder von uns treffen, immer und immer wieder. Aber diese Entscheidung wird enorm viel verändern. Also entscheiden wir uns, nicht Kritiker zu sein, sondern Entdecker des Guten, damit Leben gelingt. Und jetzt komme ich tatsächlich zum Schluss. Wenn wir diesen Bitten von Paulus folgen, dann werden wir, so wie es in Vers 22 heißt, immer besser merken, was böse, was schlecht und was schädlich ist. Und eben dann treffen wir die Entscheidung, ich mach's dieses Mal anders. Und wenn es mir nicht gelingt, Krönchen richten, aufstehen. Im Bewusstsein, dieser Christus verurteilt mich nicht, sondern gibt mir die nächste Chance. Ich kann mich anders verhalten. Und das wird Segen für die Gemeinde bedeuten. Bis heute ist das nicht anders. Und ich schließe mit dem, was der Paulus am Schluss dann sagt. Gott, der euch Frieden schenkt, mache euch ganz und gar zu Heiligen. Er bewahre euch unversehrt an Geist, Seele und Körper. Denn es soll an euch nichts auszusetzen sein, wenn unser Herr Jesus Christus wiederkommt. Gott, der euch beruft, ist treu. Er wird das alles tun. Und das finde ich die ermutigendste Aussage am Schluss. Christus in euch ist eure Dynamik fürs Leben. Aber ihr dürft ihn einladen und offen sein, dass er das auch wirklich tut. Gott segne euch dabei.